Alt-Lübeck, Liubice. Im Jahr 1843 erhielt der Pastor und damalige Vorsitzende des Vereins für lübeckische Geschichte, Karl Martin Joachim Klug, den Auftrag, das sogenannte Steinlager in Liubice, Alt-Lübeck, aufzudecken. Was er vorfand, konnte er als Kirchenfundament bestimmen. Zwischen den Flüssen Schwartau und Trave befindet sich der ehemals slawische Siedlungsort Alt-Lübeck, an der strategisch günstig gelegenen Stelle mit direktem Zugang zur Ostsee von den Abodriten gegründet. Nachdem Fürst Gottschalk, der es als Aufgabe ansah, die slawischen Abodriten zu christianisieren, während eines Aufstands getötet wurde, ergriff dessen Sohn Heinrich die Macht. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Siedlung immer weiter, so dass nicht nur die Burg Liubice, erstmals von dem Chronisten Adam von Bremen erwähnt, zu dem Komplex gehörte. Es schlossen sich ein Hafen, ein Kloster, eine Kirche sowie zwei Vorsiedlungen an. Die Kirche geriet während mehrerer Ausgrabungen seit 1852 immer wieder in den Blickpunkt. Bekannt ist bis heute, dass sie zunächst aus Holz errichtet wurde, später aus Stein. Bereits Pastor Kluge, der die erste Ausgrabung unternahm, fand 7 Bestattungen innerhalb der Kirchenmauern vor, die besonders reich ausgestattet waren. Die Funde aus Gold, darunter Fingerringe, Stirnringe und Fibeln, gaben Anlass zu 3 weiteren Ausgrabungen innerhalb der folgenden 15 Jahre. Problematisch erwies sich hierbei, dass die Ergebnisse nicht ausreichend dokumentiert wurden. So sind heute lediglich ausführliche Beschreibungen vorhanden, während die Zeichnungen kaum als ausreichend gelten können und Fotografien gar nicht vorhanden sind. Bei weiteren Untersuchungen der Kirche, die ostwestlich ausgerichtet war und ein Innenmaß von 12 auf 7,5 Metern aufwies, wurden 3 weitere Bestattungen entdeckt. Insgesamt wird deutlich, dass die Männer, Frauen und Kinder fast alle innerhalb der Kirche bestattet und reich mit Beigaben versehen wurden, was Rückschlüsse auf ihren sozialen Stand zulässt. Doch auch wenn anhand von Schriftquellen und Bodenbefunden eine Rekonstruktion möglich erscheint, so ist diese nur im Ansatz durchführbar. Viele Fragen werden nach wie vor unbeantwortet bleiben, wie etwa die nach dem exakten Aussehen der Kirche.